Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem kleinen neuen Video zum Spiel Clash of Clans und natürlich, wie immer, standardmäßig im Hintergrund mein Dorf. Und ja, das Thema dieser heutigen kleinen Folge soll sein, dass es heute kein festgelegtes Thema gibt, sag ich mal. Ich wollte euch erstmal nur einen schönen kleinen Angriff zeigen, den ich gestern gemacht hatte. Und zwar diesen hier auf den SF Meets. Und ja, es gibt heute eben kein besonderes Thema, weil, ja, in meinem Dorf hat sich nichts verändert. Ich zeige es euch gleich nochmal, weil ich kann erst morgen, übermorgen wieder bauen. Und morgen waren auch meine Pegas auf Level 5 fertig. Und da werde ich euch dann am Sonntag ein Pegas-Mac, also ein Max-Pegas-Video zeigen. Ja, da habe ich dann wieder ein schönes Thema. Aber wie gesagt, jetzt in den letzten 3 Tagen hat sich mein Dorf nicht groß verändert. Und deswegen zeige ich euch erstmal diesen Angriff hier. Ihr seht auf den SF Meets aus dem Clan Gang. Was? P. Moose? No. Klingt irgendwie ziemlich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwie China, keine Ahnung. Irgendwie so ein komisches Land. Und ja, ihr seht, es ist kein Inaktiver. Sondern es ist einfach ein Rathaus 9er. Der wahrscheinlich noch nicht lange Rathaus 9 ist. Hat natürlich die Magertürme schon oben. Und die. Na, wie heißt der Minenwerfer? Hat er schon oben, aber die Lager. Jetzt möchte ich das Goldlager hier rechts nehmen, der Kanone ist noch auf Level 3 oder was es ist. Ja, und ja, ich zeige euch den Angriff einfach mal. Und zwar habe ich von hier oben angegriffen. Ich habe die Base auch so noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber ich dachte mir, da schaffe ich eigentlich, habe ich mir alles zugetraut zu holen. Weil, ja, durch die Mitte kann man einfach sich die Ressourcen holen. Und außen dachte ich, kann ich einfach mit ein paar Bogenschützen die Lager und die Minen leer räumen. Und von daher war ich mir da ziemlich sicher eigentlich, damit ich hier die 100%, also fast 100% der Ressourcen holen. Deswegen habe ich angegriffen. War natürlich auch einladend, sage ich mal, zu 400.000 Gold und Elixier. Kann man nicht nein sagen. Dazu noch die 1700 Dunkles. Ich meine, gibt Schlimmeres auf alle Fälle, gibt Schlechteres. Und ja, deswegen, ihr seht, meine Standard-Angriffstaktik habe ich versucht, jetzt einfach mit die Riesen vorzuschicken. Die haben dann die ersten Defense-Gebäude zerstört. Und jetzt haben sie die X-Bögen auf sich gezogen. Da konnte ich dann die anderen Truppen hinterher schicken, den König noch. Ja, war eigentlich ganz easy, hier die Ressourcen zu holen, aber ihr seht es ja selber. Die Base ist wirklich, kann ich nicht so weiterempfehlen, muss ich sagen. Gibt es für Rathaus 9 definitiv stärkere Bases. Weil man muss wirklich nur durch hier oben die zwei Mauereien durchkommen. Und dann ist man schon im Inneren der Base. Und da kann man sich alles ganz lässig holen, sage ich mal, was jetzt selber. Einfach außen die Gebäude weggenommen, die Burgschützentürme und die Kanonen. Deswegen waren auch dann die äußeren Lager frei. Und ja, da kann man eben gleich dieser Base alles holen, wenn man will. Ist eben nicht so vorteilhaft, würde ich sagen, für den SF Meets. Aber naja, ich kenne ihn nicht, mir scheißegal. Hauptsache, ich habe meine Ressourcen bekommen. Ja, und die letzten paar tausend waren noch unten in den Elixiersammlern versteckt. Da konnte ich nicht alles rausholen. Ich glaube, 7000 waren am Ende noch da. Aber wie gesagt, über diesen Angriff kann man nicht meckern, muss ich sagen. War ich sehr zufrieden damit. Auch wenn es kein reiner Loot-Angriff war, weil es kein inaktiver Gegner war. Und ja, ihr seht, 394.000 Gold, 405.000 Elixier, 1800 Dunkles. Gibt es wirklich Schlimmeres, würde ich sagen. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut gestern. Und heute früh hatte ich auch noch einen gehabt. An den will ich jetzt nicht so lang zeigen. Hier, ihr seht, in Silber 2 Loot ist immer noch unbeschreiblich gut. Also jetzt, die letzten Angriffe waren alle, haben sich alle mega gelohnt. Und ja, den einen zeige ich euch noch von den früh. Der hat mich alle falsch. Der hat mich auch sehr gefreut. War diesmal ein inaktiver Gegner. Ihr seht hier, ja, bisschen die Sammler voll, die Minen sind voll, 1000 Dunkles dabei. Ich meine, gibt's Schlimmeres, würde ich sagen. Aber das war eben wirklich hier. Den hat wahrscheinlich vorher keiner genommen, weil eben die Sammler und die Minen drinnen stehen, hinter der ersten Mauerreihe. Beziehungsweise da muss man eben alle Truppen einsetzen. Deswegen ist es eben nicht der Loot, den man mal so eben schnell mitnimmt. Weil man hier, wie gesagt, alle Truppen einsetzen muss. Und das habe ich eben getan, weil früher war ich mit meiner Freundin gewesen und bin dann auch eh gleich auf Arbeit gefahren. Da konnte ich eh nicht mehr aktiv sein. Und da habe ich eben die ganzen Truppen rausgehauen. Und da konnten die dann in meiner Arbeitszeit sich neu bilden, meine Truppen. Und ja, von daher hat mich das wenig gestört, damit ich hier alles einsetzen musste für das bisschen Loot. Ja, gut. Ein Angriff wie jeder andere muss man jetzt nicht unbedingt zeigen. Wollte es einfach nur gezeigt haben. Und wie gesagt, Silber 2 kann ich wirklich immer noch empfehlen. Da gibt es wirklich immer noch richtig geile Beute. So, ich wollte euch noch zeigen. Ja, in 2 Tagen wird meine Clanburg fertig auf Level 6. Dann kann ich erst wieder bauen. Aber ich denke, ich werde heute doch mal ein paar Juwelen holen müssen. Weil ihr seht, mein Lager, ich habe 7 Millionen Gold im Lager und fast 6 Millionen Elixier. Und dazu fast 50.000 Dunkles. Und hier, morgen
Also morgen um 10 früh wird mein Pilger auf Level 5 fertig. Aber den war, das Video werde ich euch dann Sonntag zeigen, weil morgen kommt meine Freundin vorbei. Und da war ich dann keine Zeit haben, ein Video zu machen. Und deswegen werde ich euch das Sonntag zeigen. Da muss ich mal nachdenken, mal schauen, ob ich da Only Pilger mache, weil 10 Pilgers, oder warte, ich glaube, ich kann 10 Pilgers mitnehmen, oder 12 sogar. Muss ich dann mal gucken. Ich glaube, 10 kann ich mitnehmen, 10 Pilgers. Och, was ist das denn hier? Gottes Willen. So eine lausige Base, wirklich sowas Erbärmliches. Oh je. Na egal. Ja, wie gesagt, ich kann, denke ich, 10 Pilgers mitnehmen oder so. Und das war allein dann 500.000 Elixieren für einen Angriff. So, mal schauen, ob ich es mache, aber ich denke es ja nicht. Ich denke so 3, 4, 5 Pilgers nehme ich mit. Allein schon aus dem Grund, weil ich erst 2 Kasan auf Level 10 habe. Und ehe ich da wirklich die 10 Pegas produzieren hätte, das würde mich so ewig dauern, bestimmt, keine Ahnung, 3-4 Stunden, ehe ich die ganzen scheiß Pegas da gemacht hätte. Und aus diesem Grund werde ich eben nicht Only Pegas machen, sondern einfach mal ein paar Max Pegas mitnehmen, um die euch mal zu zeigen. Aber so besonders sind die, also die sehen schon geil aus, muss ich sagen. Und für den Clankrieg sind die, denke ich, auch nicht schlecht, aber jetzt fürs normale Spiel, für die normale Loot-Suche, die normale Beutesuche, werde ich die, denke ich, nicht nehmen. Weil, wie gesagt, dauern 40 Minuten pro Stück, glaube ich, kosten 50.000 Elixier. Da nehme ich viele über Riesen mit. Da weiß ich, was die ungefähr können. Und die, das kostet, ein Riesen dauert 2 Minuten. Und kostet 3,5k Elixier. Und deswegen sind einfach, ich finde, die Vorteile der Riesen oder so klar gegenüber den Pegas, weil die Pegas kosten mehr, dauern viel länger, halten zwar mehr aus, machen mehr Schaden, aber trotzdem sind nicht so meine, muss ich sagen. Er kennt meine Meinung zu den Pegas ja von früher, also in den letzten Clan, ne, ich hab, wann war das? Bestimmt vor einem Monat, vor 2 Monaten, die Clan-Kriegsfolge. Live-Angriff mit Pegas, die scheiß Pegas, ey, die haben mich damals so angekotzt. Einfach mal 3 Pegas laufen außen rum. Hat mich wirklich so genervt damals, muss ich sagen. Und ja, so, wann findet man jetzt endlich mal einen ordentlichen Gegner? Nehmen wir ihn hier mit? Nein, nehmen wir nicht. Ich glaube, ich werde mal einen kleinen kurzen Cut reinmachen, sonst geht die Folge hier ewig. Und in dem Sinne, bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Ihr seht, ich habe einen schönen Gegner gefunden. Und zwar habe ich vorhin schon einen gefunden gehabt. Der hatte, ich glaube, 200.000 von beiden. Aber der Fehler war, ich wollte ein Stück rauszoomen. Hab dabei aber den Weiterknopf erwischt. Und deswegen konnte ich diesen Gegner mir nicht mitnehmen. Aber ja, ich bin nicht böse drum. Ich habe jetzt kurz weitergesucht. Ich glaube, vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30 Mark weitergeklickt. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Ihr seht, auch ganz in Ordnung. Ich glaube, 330.000 Gold. Ungefähr 200.000 Elixier. Ich meine, gibt es auf alle Fälle Schlimmeres. Ja, hab zwar jetzt, wie gesagt, ein bisschen gesucht gehabt, aber da bin ich nicht böse drum. Wenn man am Ende dann doch was findet, ist es ja nicht verkehrt. Und solange es nicht ausartet, wenn man jetzt, sag ich mal, 100 Mal sucht und dann nichts findet oder nur 100.000 findet oder sowas, dann wäre ich da schon böse. Aber so, top, muss man sagen, 300.000 Gold nimmt man gerne mit. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht ganz angreifen müssen, aber ich wollte einfach mal alles rausholen, das Dunkel noch mit, das Lager und die Goldlager der Räume noch. Weil der Hauptteil ist ja, glaube ich, in den Minen und Sammlern außen. Ah nein, falsch. In den Minen und Sammlern außen. Aber ich nehme trotzdem mal alles mit, was es gibt. Also ich versuche zumindest alles mitzunehmen. Versprechen kann ich es nicht, aber ich denke schon. Ich werde dafür auch nicht alle Heiltränke und alle Truppen raushauen müssen, glaube ich. Muss ja nicht sein. Das bisschen, was noch drin ist, noch. Eine Goldmine noch oben, die nehme ich auch noch mit. Und das eine Elixierlager. Der Magerturm schießt auf die Riesen, von daher können die Kobolde sie jetzt noch das bisschen Elixier greifen, ergeiern. Ja, so, werde ich auch abbrechen, den König noch fix zünden. Zack, Kampf beenden. Und ja, ihr seht, 342.000 Elixier, 230.000 Gold, 500 Dunkles, gibt es auf alle Fälle Schlimmeres. Kann man sich drüber freuen, denke ich mal. Dafür, dass man nur zwei Heiltränke, glaube ich, zwei Heiltränke waren es, und nicht alle Truppen, ein Heiler-Ei gespart. Nicht an der Mauerbrecher rausgehauen, würde ich sagen. Top! Und ja, in dem Sinne war es auch für diese heutige kleine Folge. Für diesem, in Anführungszeichen, Ankündigungsvideo. Für die Max Pegas, die am Sonntag, wo am Sonntag das Video kommt. Welche morgen fertig werden, die Pegas. Vielleicht mache ich da morgen auch mal schon einen Angriff, den ich dann aufnehme. Und dann eben in dem Sonntagsvideo zeige. Damit ich dann Sonntag euch zwei Videos präsentieren kann von den Pegas. Aber das werde ich dann morgen live entscheiden müssen. Das werde ich nicht jetzt machen. Und ja, in dem Sinne, Leute, wie gesagt, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich freue mich immer über neue Abonnenten, neue Kommentare, neue Bewertungen. Und ja, in dem Sinne, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Krishan.